wir haben jetzt mal sehr lange nach dem Ort gesucht und dann haben wir uns Malaysia angeguckt, eben hier diesen Regenwald. Und der hat uns eigentlich sofort überzeugt, weil er sehr, sehr schön ist. Und wir ja hier wohnen können und dann 15 Minuten im Boot fahren und dort wirklich mitten im Dschungel sind. Das ist tausendmal besser, als mit einem Auto abgeholt zu werden. Das ist so schön, diese Fahrt am Morgen, da wird man richtig wach. Man sitzt in einem Kanu und sieht einfach nur links und rechts diese Riesenbäume, ein bisschen Sand, paar Sandbänke. Das ist echt schön, unbeschreiblich schön, ja. Also eine schönere Arbeitsanfahrt hatte ich noch nicht. Irgendwo am Ende dieser Welt zu sein und eigentlich keine Aufregung zu haben, kein Handyempfang. Wir sitzen hier bei 40 Grad, gefühlten 50. Wir sollen schwitzen die ganze Zeit und das tun wir sowieso. Und da braucht man nicht mehr so viel spielen. Ganz wichtige Regeln, die man beachten soll, dass man nichts essen soll, was man nicht kennt. Du darfst nirgendwo hinspringen, wo du nicht siehst, was da jetzt ist, zum Beispiel hohes Gras oder ins Wasser. Und dann sollst du noch, bevor du in deine Schuhe schlüpft, sie ausschütteln, damit da keine Insekten oder sowas Fieses drin ist. Enjoy the environment, you know, and the people here, they are very friendly. Die Natur, Schauspieler, unsere Fayus, gespielt von den Papuas, das ist alles dann viel interessanter, als dass man darüber nachdenkt, wie groß die Schweißflecken auf den T-Shirts sind und wie K.O. man eigentlich von der Hitze ist. Also es wechselt irgendwann. Erstmal für mein Alter Wahnsinn, diese Erfahrung, diese ganze Natur, dieses weit weg von zu Hause und diese ganzen Tiere, das ist einfach Wahnsinn. Ich muss wirklich sagen, als wir dort am Ende unserer Zeit waren oder auch kurz davor, wir haben gesagt, also jetzt können wir auch bleiben. Das ist ganz ehrlich, jetzt haben wir uns hier gerade eingelebt, jetzt müssen wir schon wieder weg. Es war wunderbar, es war ein wunderschöner kurzer Ausstieg.